Елена Пушкина. Wir machen weiter auf Deutsch. Vor fünf Jahren bin ich, vor circa fünf Jahren bin ich nach Berlin und nach Moabit umgezogen. Vor drei Jahren hat einer der ersten Notunterkünfte für die Geflüchteten in Moabit aufgemacht. Ich bin dahin gegangen und daraus ist ein Buch entstanden und eine Initiative, Neue Nachbarschaft Moabit. Das ist zurzeit eine der größten Initiativen in Berlin. Wir haben unsere eigenen Räume, wir haben über 400 aktive Mitglieder. Unsere Räume sind jeden Abend voll und wir organisieren uns komplett selbst und verzichten auf staatliche Unterstützung. Wir gestalten es jetzt so, dass wir 10 Minuten erstmal aus dem Buch lesen und 10 Minuten erzähle ich über die Initiative, über die Idee und Konzept dahinter. Das erste Kapitel ist überschrieben mit Charité, Tag 1. Es ist Montag, der 23. September, 8.30 Uhr. Malika und Fatima warten auf mich beim Eingang in die Frauenklinik der Charité. Sie haben mir erst gestern gesagt, dass sie Übersetzungshilfe brauchen. Ich konnte niemanden so kurzfristig finden und übernehme selbst die Aufgabe. Die beiden Frauen sind hochschwanger, sie haben den Geburtstermin diese Woche. Wir gehen zur Schwangerenberatung und melden uns an. Fatima hat eine Überweisung vom Frauenarzt, nur die falsche. Wir werden gebeten, ein Papier zu unterschreiben, dass die Kosten für die Untersuchung privat zu tragen sind. Ich weigere mich zu unterschreiben. 200 Euro, so viel würde die Untersuchung kosten. Fatima wird das nicht allein bezahlen können. Und dass danach jemand die Rechnung übernimmt, garantiert keiner. Wir warten erst einmal. Die Frauen sind sehr still, ich versuche eine Unterhaltung anzufangen. Ich frage die beiden, wie sie in Tschetschenien gelebt haben. In einer Wohnung, in einem Haus. In einem Haus, sagt die eine. Das Haus steht jetzt leer. Mein Mann hat keine Arbeit gehabt. Für die Kinder wurden 120 Rubel gezahlt. Mehr sagt sie nicht, mehr muss auch nicht gesagt werden. Ich duze Fatima und sieze Malika wie immer. Ich weiß nicht, aber ich kann Malika nicht duzen. Sie wirkt wie um die 40, ist sehr zurückhaltend und ruhig. Ich habe Respekt vor ihr. Später stellt sich heraus, dass sie jünger ist als ich. Sie sind alle jünger als ich. Nur sehen sie erfahren aus. Reif, alt. Diese Frauen haben ein Leben hinter sich, aber sie erzählen nicht viel darüber. Vielleicht denken sie, es gäbe da nichts zu erzählen. Sie halten nicht viel von sich. Diese Geringschätzung sich selbst gegenüber, diese ewige Geduld, die sie haben, das erstaunt mich und tut gleichzeitig weh. Untersuchungen. Blutdruck, Urinprobe, Herztöne der Babys, die ersten zwei Stunden sind um. Dann werden wir zum Arzt gebeten. Erst gehe ich mit Fatima zu ihm ins Sprechzimmer. Sie folgt mir unsicher, der Arzt ist ein Mann. Das ist ein Problem für sie. Ich erkläre, dass Fatima das erste Kind per Kaiserschnitt zur Welt gebracht hat, aber das zweite Kind jetzt ohne bekommen möchte. Der Arzt sagt, dass er Kaiserschnitt bevorzugt. Er macht einen Ultraschall und stellt fest, dass kein Fruchtwasser mehr da ist. Er sagt, dass die OP heute stattfinden muss und wir direkt in den Kreißsaal nach oben gehen sollen. Ich frage Fatima, ob sie einverstanden ist. Sie lächelt nur unsicher und sagt nichts. Der Arzt schüttelt ihr die Hand und gratuliert ihr, weil sie heute erneut Mutter werden wird. Malika wird von einer Ärztin untersucht. Alles in Ordnung, sagt die Frau, aber der Kopf des Kindes liegt nicht unten. Das ist kein Problem, wir drehen es gleich um. Die Frau soll sagen, wenn es unangenehm wird. Malika stöhnt, die Ärztin macht trotzdem weiter. Jetzt ist es gleich vorbei. So, jetzt ist es geschafft. Malika steht auf, das Gesicht blass. Sie hält sich den Bauch. Sie ist 6 Tage über dem Termin. Die Ärztin schlägt vor, morgen die Geburt einzuleiten. Malika fragt mich leise, ob es nicht schon heute möglich wäre. Sie ist müde. Ihr Bauch ist schwer. Sie kann sich nicht mehr bewegen. Auch ihr Mann will sie heute nicht schon wieder zu Hause sehen. Sie hat ein schlechtes Gewissen, weil sie das Kind immer noch nicht bekommen hat. Die Ärztin fragt nach den vorigen Geburten und schreibt die Antworten in die Kartei. Ich korrigiere sie, dass Malika nicht 3, sondern 4 Kinder hat. Sie hat 4 lebende Kinder und das ist das 5., fragt mich die Ärztin erstaunt. Ja, das 5. Dann gehe ich mit Fatima in den Kreißsaal. Wir müssen uns zuerst anmelden. Die Mitarbeiterin verlangt einen Pass. Den hat Frau Ramirova nicht dabei, sage ich. Hier ist doch das Untersuchungsheft und der Mutterpass. Würde das nicht vielleicht erst einmal helfen?
den Pass kann Ihr Mann ja später bringen. Nein, ich brauche ihn jetzt. Ist der Mann denn schon unterwegs? Wann genau kommt er? So geht das doch nicht. Gerade als nicht-deutscher Bürger muss man doch immer den Pass dabei haben. Das hat sie wirklich so gesagt. Ich suche nach Worten, das dauert zu lange, also schweige ich und ärgere mich, dass ich nicht sofort reagieren kann. Wo ist sie denn geboren? Tschetschenien, Kasachstan, Russland? So geht das weiter. Ich brauche den genauen Geburtsort. Fatima weiß ihn nicht. Sie weiß nur, dass in Kasachstan geboren wurde und danach mit den Eltern zurück nach Tschetschenien gekommen ist. Wir warten. Die Zeit vergeht, es ist fast 2 Uhr. Ich muss bald zu den Kindern ins Heim. Ich frage am Empfang, ob es nicht schneller gehen kann. Nein, es ist gerade viel los. Und wenn Sie nicht übersetzen, können wir die Frau heute nicht operieren. Wir müssen sie über die Risiken aufklären, sonst werden wir nichts tun. Wir warten. Fatima erzählt, dass bei der ersten Geburt in Tschetschenien das Kind einen Monat zu früh auf die Welt kam. Sie verbrachte 2 Tage auf der Intensivstation mit wahnsinnigen Schmerzen. Die Ärzte hatten ihr gesagt, dass das Kind tot zur Welt kommen würde. Dann war es ein gesunder Junge. Ich kenne ihn ja. Rustam kommt jeden Tag zu mir und malt sehr konzentriert. Aber jetzt verstehe ich, warum Fatima keinen Kaiserschnitt wollte, warum sie gerade eben beim Arzt geschwiegen hat. Endlich kommt der Chirurg, ein Netter. Er erklärt, dass er den Schnitt quer machen wird. Bei Fatimas erster Geburt wurde der Bauchschnitt längs gemacht. Das mache man aber seit 50 Jahren in Deutschland nicht mehr. Es sei schmerzhaft und vernarbe unschön. Dann erklärt er uns alle Risiken. Zählt auf, was man bei dieser OP alles verletzen kann, wo man reinschneiden kann. Niere, Blutadern, Baby. Fatima lächelt nur. Zwischendurch sage ich, dass das alles sehr selten vorkommt. Die Ärzte ihr das aber sagen müssen. So sind die Regeln hier. Ich weiß nicht, welche Wirkung das Ganze auf sie hat und ob sie überhaupt zuhört. Dann kommt der Anästhesist. Übelkeit, Durchfall, Lähmungen, die möglichen Nebenwirkungen der Narkose. Aber das passiert alles sehr selten, sage ich wieder. Warum nicht Vollnarkose, fragt sie prompt. Das ist die erste Frage, die sie stellt. Weil es schlechter ist, die Risiken höher sind und das Kind mit betäubt wird. Heute habe ich auch etwas dazu gelernt. Und ich darf jetzt gehen. Ich schaue Fatima an, ich kann nichts von ihrem Gesicht ablesen. Sie hat wahrscheinlich riesige Angst und fühlt sich allein gelassen. Aber sie lächelt sogar ein bisschen. Ich hoffe, dass ihr Mann bald da ist. Ich gehe mit Malika zurück ins Heim. Kommst du morgen mit mir ins Krankenhaus? Fragt sie. Tag 2. 9.30 Uhr bin mit Malika im Kreissaal. Wieder die Anmeldung und wieder dieselbe Frau wie gestern. Ich ahne schon, was kommt. Malika hat auch keinen Pass dabei. Später erfahre ich, dass ihm bei der Einreise die Pässe vom Amt abgenommen wurden. Die Dame wird wieder laut. Ich kann sie nicht anmelden, ich brauche ihren Pass. Wo kommt sie denn her? Sie war doch schon gestern hier. Das war eine andere Frau, erkläre ich ihr. Wo kommen die denn alle her? Mit einem Lastwagen etwa? Ich wünsche Ihnen nicht, dass Sie mit so einem Lastwagen fahren müssen, sage ich. Stille. Der Mann soll den Pass bringen, so schnell wie möglich, sagt sie, und gibt die Daten in ihren Computer ein. Geht doch, denke ich. Wir warten wieder. Vorsichtig frage ich Malika, wer heute auf die 4 Kinder aufpasst. Amina, sagt sie. Amina ist ihre älteste Tochter, 10 Jahre alt. Und warum nicht ihr Mann, frage ich. Er hilft nicht viel. Er ist sehr nervös. Tagsüber geht er spazieren, er legt sich oft hin. Nachts schläft er dann schlecht. Er hat demnächst einen Termin bei einem Neurologen. Islam, mein ältester Sohn, ist auch so, wie der Vater, sagt sie. Sind Sie gläubig, frage ich. Mein Mann sehr. Er sagt meiner Tochter, dass sie nicht mit Jungen spielen soll. Ich versuche ihr zu erklären, dass Amina hier in die Schule gehen wird, dass es in Deutschland keine getrennten Klassen gibt und auch der Sportunterricht nicht gemeinsam ist. Ja, das sage ich meinem Mann die ganze Zeit schon, aber er hört nicht zu, sagt Malika. Die Hebamme ruft uns auf. Sie gibt die Daten aller bisherigen Geburten ein, Jahr, Gewicht, Geschlecht, Verlauf der Geburt und ob das Kind gestillt wurde. Die Hebamme erklärt uns, dass die Geburt eingeleitet wird. Malika soll eine Pille bekommen. Ich übersetze wieder alle Risiken. Der Blick von Malika wirkt abwesend. Danach soll sie ein Papier unterschreiben, auf dem steht, dass der Hersteller keine Haftung für die Wirkung der Pille übernimmt. Ich muss jetzt gehen. Es ist 13 Uhr, in einer Stunde öffnet das Studio im Heim. Ich muss noch alles vorbereiten und einkaufen. Brot und Nutella, die Kinder kennen das schon und warten darauf. Es ist ein Ritual. Es tut mir weh, Malika allein zu lassen. Sie wirkt so verloren. Sie hat fast nichts gegessen. Ich überrede sie, mit mir in die Kantine zu gehen.
Dort kaufe ich Sandwiches. Rufen Sie mich an. Ruf mich an. Wenn was ist, versuche ich endlich, Sie zu duzen, um den Abstand zwischen uns zu überwinden. Danke, Marina, sagt sie. Ich hoffe, sie kriegt das alles hin. Natürlich tut sie das. Nur zu welchem Preis? Sie verschließt sich immer mehr. Sie ruft mich den ganzen Tag nicht an und geht auch nicht ans Handy. Am nächsten Morgen rufe ich sie nochmals an. Diesmal geht sie ran. Und, alles gut gelaufen? Ist das Kind da, frage ich. Nein, noch nicht. Ich bin wieder im Zimmer. Ich habe schon 3 Pillen geschluckt. Die Wehen fangen nicht an. Ich weiß, dass sie ganz allein im Zimmer ist. Scheiße, jemand muss sie dort besuchen. So, ich versuche jetzt einen schnellen Durchlauf zu machen über die letzten 3 Jahre der Initiative. Das sind die Gänge in der Notunterkunft in der Levezo-Straße, das ist die ehemalige Schule gewesen, und im Sommer 2013 wurden da 270 Leute untergebracht. Unter den Bewohnern waren über 100 Kinder, und heutzutage ist natürlich bekannt, in welchen Bezirken wo genau die Notunterkünfte liegen. Damals, vor 3 Jahren, war es eine ganz andere Situation. Es war nicht bekannt gegeben, das war auch nicht irgendwo im Internet zu sehen, wo und was. Also ich bin den Leuten nachgelaufen, um zu gucken, also wo die wohnen. Da sind die Zimmer, sehr luxuriös. Also heutzutage haben wir die Situation, dass die Menschen auch in den Sporthallen leben. Damals war es ja so, dass das eine der schlechtesten Notunterkünfte war. Wie später sich herausgestellt hat, dass es die Firma, die die Notunterkunft geleitet hat, hat erheblich mehr Geld bekommen vom Staat, als es investiert hat in die Notunterkunft. Das ist der Raum, also wo angeblich Deutschunterricht stattgefunden hat. In dem Moment, wo ich da war, gab es gar keine Freiwilligen vor Ort, es gab gar keine Beschäftigung weder für Erwachsene noch für Kinder. Mir wurde erzählt, dass in diesem Raum Deutschkurs stattfindet. Ich war da 3 Monate danach jeden Tag da, es fand kein Deutschkurs statt, bis wir das selber organisiert haben. Da sind die Bewohner. So. Falls ich das vergessen habe zu sagen, also ich bin Künstlerin, und meine Idee war damals, als ich diese so riesige Gruppen an Kindern, die mir entgegengelaufen sind, in der Notunterkunft gesehen habe, habe ich mit der Heimleitung gesprochen und habe gefragt, ob es einen Raum gäbe, wo man mit den Kindern was machen kann. Und ich habe damals im Kunstverein eine Ausstellung gehabt und habe das Budget komplett in die Ausstattung des Studios in der Notunterkunft investiert. Der Raum war leer, wir haben alles selber mitgebracht, also das war einer der ersten Tage in der Notunterkunft. Ich habe das dann auch sehr schnell gemerkt, dass ich alleine das überhaupt nicht schaffen kann. Ich war da 5-mal am Tag da und 5-mal in der Woche da, und es sind immer mehr und mehr Kinder gekommen, und dann habe ich einen kleinen Aufruf in meinem Bekanntschaftskreis gestartet, und es kamen jeden Tag mehr Leute dazu. Die Eltern von den Kindern kamen auch und haben geholfen. So hat es dann angefangen. Wie gesagt, die Notunterkunft ist eine ehemalige Schule. Es gab eine Sporthalle in der Schule. Die Sporthalle wurde betrieben vom Sportverein. Es gab auch Sport für Kinder aus dem Bezirk, aus Moabit. Jeden Tag sind da Mutis mit Kindern reingekommen, aber die Kinder aus der Notunterkunft dürfen die Sporthalle nicht betreten. Wir haben ziemlich lange gekämpft, damit wir da Sport für die Kinder aus der Notunterkunft machen können. Um es kurz zu halten, wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass das vor Ort in der Notunterkunft ziemlich harte Zustände herrschen. Also es gab zum Beispiel kaum warmes Wasser, es gab auch nur wenig Waschmaschinen, die Küche durfte nur von bestimmten Leuten benutzt werden und so weiter und so fort.
Wir haben damals, also damals waren wir schon, also so nach den ersten 3-4 Monaten eine funktionierende Gruppe aus 20-30 aktiven Leuten und haben überlegt, was machen wir jetzt mit der Situation. Wir haben mit der Heimleitung gesprochen, es passierte nichts. Wir haben mit dem LAGESO, das ist der zuständige Amt in Berlin, gesprochen. Die haben uns komplett ignoriert, bis wir dann entschieden haben, dass wir die Missstände öffentlich machen. Wir haben so eine kleine Demo organisiert. Daraufhin war es auch natürlich uns klar, dass wir zwar also mit der Öffentlichkeit vielleicht bewirken können, dass das Amt die Notunterkunft überprüft und dass die Situation sich verbessert, aber wir natürlich als Freiwillige hatten ein Risiko gehabt, dass wir nie wieder quasi die Notunterkunft betreten dürfen. So kam es auch. Wir haben auch ein Schreiben bekommen nach der Demonstration und nach den ersten Berichten in der Presse, dass wir die Heimbetreibung auf unsere Arbeit verzichtet. So haben wir dann den ersten Raum außerhalb der Notunterkunft gesucht und damit kam auch die Öffentlichkeit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt gewesen im Nachhinein, wenn man es im Nachhinein schaut, weil die Leute aus der Notunterkunft rausgekommen sind und es war zu sehen, was wir machen und die Nachbarn von beiden Seiten haben sich getroffen und das war sichtbar und dann daraus ist quasi hat die Initiative angefangen, ziemlich schnell zu wachsen. Das war unser erster Ort nach dem anderthalb Jahre Arbeit sind wir aus dem Raum rausgewachsen, es kamen immer mehr und mehr Leute und wir haben tatsächlich überlegt, was machen wir weiter. Also waren eine funktionierende Gruppe, haben das, die ganze Sache, also das, was wir gemacht haben, fast komplett ohne jegliches Geld durchgezogen. Und haben dann überlegt, also wir machen es weiter, also wir brauchen einen größeren Raum, trauen wir uns einen Raum zu mieten oder nicht. Haben das dann letztendlich beraten und gemacht. Das war der erste Besuch des Raums in der Wurzelstraße. Wir haben zusammen die Räume umgebaut. Es war ganz wichtig, dass das auch überlegt wird, wie der Raum gestaltet wird, was ist das Programm, was machen wir dort und je nachdem, also wurde auch die Räumlichkeiten gestaltet. Wir haben über 400 Quadratmeter Räume. Der Einsatz der Initiative war schon damals so, dass ich gemerkt habe, es mangelt sich nicht, also die deutsche Sprache wird auch gelernt und die Frage ist die soziale Kontakte, also die soziale Isolation, wo die Leute sich befinden, die jahrelang in der Notunterkunft leben und kaum Kontakte nach draußen haben. Und das war unsere Idee, was entwerfen wir für ein Format, damit das quasi überwunden wird. Also wo kann man so eine Schnittstelle schaffen, wo man zueinander findet und wo man so auf Augenhöhe sich bewegt und quasi miteinander kommuniziert. Und da haben wir überlegt, das ist natürlich, also jeder macht Deutschunterricht, das ist jetzt auch überall angekommen. Wir haben damals überlegt, dass wir keinen Frontalunterricht machen können, also sind auch viele Menschen und viele, die Deutsch sprechen, machen das also in kleineren Gruppen und sozusagen das muss jetzt nicht dazu dienen, dass die Menschen Deutsch beigebracht werden, es dient dazu, dass man einfach einander kennenlernt. So funktioniert das heute, also wir haben jeden Abend, wie gesagt, sehr viel Besuch, das kann man hier sehen. So, zur Frage, warum die Geflüchteten nicht unbedingt scharf sind auf Kunstprojekte. Also hier kann man es ja ganz genau sehen, die Leute sind beschäftigt. Tag und Nacht. Und wir versuchen bei diesen alten Problemen auch mitzuhelfen. Nicht leicht. Also nicht mal, also sagen wir so, die deutschen Bürger, die hier aufgewachsen sind, verstehen, was da alles in Papierkram zusammenkommt und was man damit machen kann. So, das ist so quasi die unkreative Arbeit, die man machen muss. Ja. Das gehört auch dazu. Mittwochsküche, auch so ein soziales Element, was wir unbedingt haben. Also wir kochen für einmal in der Woche für alle, das heißt über 100 Portionen gehen und so einen Abend weg. Es gibt ein Kochteam, was das macht. Und
Ja, so sieht's aus. Das heißt, nach dem Deutschlandtisch gibt es dann ein Essen für alle. So, ab 20 Uhr eröffnet die Bar. Die Bar hat eine ganz wichtige Funktion auch, dass man einfach da bleiben kann und nochmal mit so einer Art Atmosphäre sich einander begegnet. Man feiert zusammen, dabei glaube ich, lernt man auch ganz viel und kommt man näher zueinander. Und natürlich die Bar finanziert auch die Räume. Ja, das hat auch mehrere Funktionen. Also so ist. Die Barkeeper sind bei uns immer gemischte Teams, also es wird in vielen Sprachen gesprochen in der Bar. Das ist auch wichtig. So wird es gefeiert, ja. Arabischkurse, es wird andersrum unterrichtet auch. Also wir haben jetzt zurzeit 3 oder 4 sogar Gruppen für arabische Sprachen. Das ist unsere Berlin-Oldruck-Werkstatt. Angefangen hat das mit der Idee, dass man Frauen mit Kindern mit einbezieht, weil das, die Problematik ist ja so, also wir haben ganz viele Familien mit ganz vielen Kindern und natürlich für die Frauen ist der Weg dann abends in die Initiative schwierig, schwieriger als für die Männer. Und deswegen gibt es also dieses Samstagstudio, wo also hauptsächlich Frauen mit Kindern kommen und Jugendlichen und es wird so bei der Technik des Linoldrucks beigebracht. Wir haben es relativ weit gebracht, ich zeige euch jetzt einige Arbeiten. Das war die Aktion jetzt in den letzten Monaten, wir haben gefragt, alle, die zu uns kommen, dass sie den Tag des Ankommens aufschreiben. Also keiner der Geflüchteten vergisst nicht den Tag. Also es ist wirklich, keiner erinnert sich daran gerne, aber wenn man fragt, wann bist du nach Berlin gekommen, also es kommt ganz genaue Antwort immer, also an welchen Tag. Das war, das haben wir dokumentiert. So, das ist eine junge Frau aus Kamerun, die eine Arbeit gemacht hat zum Thema Polygamie und Kamerun. Ich glaube, noch kommen. Hier ist es ein albanisches Mädchen, 40 Jahre alt, sie ist hier schon seit ein paar Monaten, also die Chancen in Deutschland zu bleiben sind nicht groß. Die ist sehr, hat eine Krankheit, die im Heimatland nicht ohne weiteres behandelt wird und das thematisiert quasi die Korruption in Albanien, also ohne Geld keine Behandlung im Krankenhaus. Das auch in ihrer Arbeit. Das ist ein Jugendlicher aus Elfenbeinküste, der quasi das zeichnet, was er quasi aus seiner Heimat mitbringt. Oder also die Leute sind auch ständig gucken Nachrichten, was in den Ländern dann passiert. Das ist auch ein Junge, glaube ich, aus Guinea, der quasi so eine ganz schnell eine Skizze gemacht hat und ganz schnell dann also so eine Linol Vorlage gemacht, das ist, glaube ich, ganz schön gemacht, so Haus, Weg und Fußballplatz, also das ist so was man gerne hat, ja. So ein ingushetischer Tänzer, Ingushetien, Nordkaukasus, ein irakischer Mann. Das Boot. Das Mädchen ist 10 Jahre alt, sie hat das gemalt, hat das dann schnell weggetan und hat gesagt, nee, sie malt lieber was Besseres. Und wollte eigentlich also die Zeichnung wegwerfen. Ich habe das aufgehoben. Ein 19-Jähriger aus Dagestan. So sieht das aus. Also unser Arbeitsplatz, wo wir arbeiten. Das ist die Willkommensklasse, ganz herrlich. Es ist auf Kyrillisch geschrieben, also muss man vielleicht Abdullah, Masarat, Mubarak, Abu, Ababi und Vlad. Also das sind die Namen von den Freunden. Und natürlich Nike, Puma und Adidas.
Ja, das ist über die Initiative, unsere Prinzipien. Wir lesen kann der Vorteil. Ja, das war es eigentlich schon. Danke.